Soweit darf ich aufrufen, Tagesordnungspunkt 7, das ist die erste Lesung des Gesetzentwurfs der Fraktionen von CDU und BÜNDNIS 90 die GRÜNEN betreffend Hessisches Ausführungsgesetz zum Sozialdienstleister-Einsatzgesetz 20-2665. 5 Minuten Redezeit. Gehe ich recht in der Annahme? Ja, offensichtlich, dass ich für die Einbringung des Gesetzentwurfs der Kollegin Ravensburg das Wort erteilen darf. Bitte schön. Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen! BÜNDNIS 90 die GRÜNEN und die CDU bringen heute das Hessische Ausführungsgesetz zum Sozialdienstleister-Einsatzgesetz des Bundes in unseren Hessischen Landtag ein, und wir bitten um Ihre Zustimmung. Durch die aktuelle Pandemie können viele soziale Dienstleister und Einrichtungen aus dem gesamten Spektrum der sozialen Arbeit ihre Aufgaben nicht erfüllen. Und dabei sind gerade besonders die kleinen Leistungserbringer ohne große Organisation kurz vor dem finanziellen Ruin, wenn nicht der Schutzschirm gekommen wäre. Leistungsträger dürfen aber nicht zahlen, wenn die Leistung auch nicht erbracht wird. Betroffen sind insbesondere die Städte und auch die Kreise hier bei uns. Und deshalb drohte eben die finanzielle Schieflage, wenn die Kosten weiterlaufen, aber nicht gezahlt wird. Und dabei steht sicherlich für uns alle außer Zweifel, dass die soziale Infrastruktur für unser Land unverzichtbar ist, dass sie gebraucht wird und nicht in Gefahr geraten darf. Und genau deshalb hat der Bund einen Schutzschirm für die soziale Infrastruktur und auch die Rehabilitation aufgespannt und am 28.03. eine bundesgesetzliche Grundlage mit dem Sozialdienstleister-Einsatzgesetz geschaffen. Durch den Sicherstellungsauftrag können die Leistungsträger dann ihre Zahlungen fortsetzen und den Bestand der Leistungserbringer durch monatliche Zuschüsse für einen begrenzten Zeitraum bis Ende September mit einer Option zur Verlängerung bis Ende des Jahres eben sicherstellen. Umgekehrt werden die Anbieter auch angehalten, ihr freies Personal. Kollegin Ravensburg, bitte warten Sie einmal. Es ist wirklich laut. Es ist ein großes Gemurmel hier im Raum, und das ist nicht besonders freundlich gegenüber der Rednerin. Deswegen darf ich Sie alle bitten, jetzt die Gespräche einzustellen oder rauszugehen. Frau Kollegin Ravensburg, Sie haben das Wort. Vielen Dank. Umgekehrt werden auch die Anbieter angehalten, ihr freies Personal, weil sie eben keine Leistung anbieten können, in anderen Bereichen der sozialen Arbeit einzusetzen, wenn dort Engpässe abgedeckt werden müssen. Welch große Bedeutung diese gesetzliche Regelung hat, wird dann erst klar, wenn man einmal ermisst, welch große Vielfalt an sozialen Dienstleistern betroffen ist. Betroffen ist die gesamte soziale Arbeit, genauso wie die Reha-Dienstleister, die gesamte Palette der Jugendarbeit, die gesamte Eingliederungshilfe, die Werkstätten, ambulantes Wohnen, Sprachkursanbieter in der Flüchtlingshilfe, genauso wie Einzelintegrationen in den Kitas oder Reha-Kliniken, um nur einige Beispiele zu nennen. Für die Umsetzung des Bundesgesetzes ist eine landesrechtliche Regelung notwendig, die wir heute im vorgelegten Ausführungsgesetz umsetzen wollen. In unserer Gesetzesvorlage werden zwei wesentliche Dinge geregelt. Zum einen die Zuständigkeit. Wir sprechen uns dafür aus, dass die bewährten Strukturen im Sozialwesen auch diese Aufgabe weiter übernehmen sollen. Und zum anderen erhält das Gesetz eine Ermächtigung an den Minister für Soziales und Integration im Einvernehmen mit dem Finanzminister per Rechtsverordnung für die im Bundesgesetz verankerte Maximalgrenze von 75% des durchschnittlichen Monatsentgelts hinauszugehen, falls dies im Ausnahmefall aufgrund besonderer Härten dringend notwendig werden soll. Ob das der Fall sein wird, ist heute noch nicht absehbar, meine Damen und Herren. Wir lehnen deshalb den AfD-Antrag ab, der diese Ermächtigung ohne Reflexion und Berücksichtigung künftiger Notlagen von vornherein streichen will. Danke, Herr Schwarz.
Der SPD-Antrag bezieht sich auf den Zeitpunkt, zu dem ein Anspruch entsteht, Frau Gnadl. Wir glauben aber oder wir sind davon überzeugt, dass dieser Anspruch bereits im Bundesgesetz geregelt wird und deshalb die Terminierung des Ausführungsgesetzes keine Rolle spielt für die zeitliche Wirksamkeit der Auszahlung. Deshalb ist eine rückwirkende Inkrafttretung unseres Gesetzes auf den 1.4. aus unserer Sicht nicht notwendig. Abschließend danke ich den Kolleginnen und Kollegen aus den Oppositionsfraktionen, die im Sozialausschuss und auch im Ältestenrat ihre grundsätzliche Bereitschaft signalisiert haben, dass dieses Gesetz heute in erster und anschließend auch in zweiter Lesung beschlossen werden kann, um den hessischen Dienstleistern das Signal zu geben, dass ihnen baldmöglichst geholfen werden kann. In vielen Telefonaten mit Betroffenen wissen wir nämlich, dass viele kleine Anbieter in finanzielle Notlage geraten, wenn wir nicht bald den Weg für finanzielle Unterstützung freimachen. Und das wollten wir heute dieses Haus gemeinsam tun. Herzlichen Dank. Dank, Frau Ravensburg. Nächster Redner für die Fraktion Die Freien Demokraten ist der Kollege Janke Pürsün. Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Wir freuen uns, dass durch das Bundesgesetz nun auch die sozialen Dienstleister bei den zahlreichen Programmen berücksichtigt werden. Im Zuge der Pandemie ist wieder einmal deutlich geworden, welch essentiellen Beitrag Einrichtungen für Menschen mit Behinderungen leisten, welch essentiellen Beitrag Kinder- und Jugendeinrichtungen, Integrationseinrichtungen und viele mehr leisten. Diese Einrichtungen können zum Großteil aufgrund der einschränkenden Maßnahmen zur Bekämpfung des Virus ihren gewöhnlichen Tätigkeiten nicht mehr nachkommen. Dennoch müssen sie ihre Strukturen weiter vorhalten und entsprechend finanzieren, um auch nach der Krise wieder ihren überaus wertvollen Beitrag für die Gesellschaft erbringen zu können. Mit dem SODEC kann diese finanzielle Belastung unter bestimmten Voraussetzungen nun abgemildert werden. Wir haben in Hessen eine Vielzahl an sozialen Dienstleistern, die sowohl das SODEC sicherlich sehr begrüßen als auch das hier vorgelegte Ausführungsgesetz. Denn mit diesem Ausführungsgesetz wird nicht nur die Zuständigkeit für die nach dem Gesetz entstehenden Aufgaben geregelt, sondern auch die Möglichkeit geschaffen, die Zuschussgrenze von 75% des Monatsdurchschnitts nach oben hin zu öffnen. Wir finden das gut und unterstützen das. Die Regierung scheint es nicht gut zu finden, es zu unterstützen. Das klang eben noch anders, aber auch gut. Allerdings weisen wir auch darauf hin, dass der hier vorgelegte Entwurf zu spät kommt. Viele Einrichtungen sind seit diesem Monat nicht mehr zahlungsfähig. Ja, da grinst der Kollege Bocklet noch, aber es ist schlimm. Nicht nur verstehen diese Einrichtungen nicht, warum viele Berufe, beispielsweise aus der Kinder- und Jugendhilfe, die den sozialen Frieden sichern, nicht systemrelevant sein sollen. Es ist auch schwer zu vermitteln, dass der Bund zur Unterstützung solcher Einrichtungen ein Gesetz erlassen hat, aber Hessen nicht hinterherkommt. Das scheint symptomatisch für diese Krise in unserem Bundesland zu sein. Nichts will so recht klappen. Wir haben im März dem Nachtragshaushalt mitgetragen. Niemand, der unverschuldet in Not kommt, soll im Stich gelassen werden. Wir müssen alles tun, um bestehende Strukturen zu sichern, die wir auch nach der Krise brauchen. Allerdings erwarten wir auch, werte Kolleginnen und Kollegen der CDU und Bündnis 90 Grüne, dass Sie mit diesem Geld, dem Geld der Steuerzahler, verantwortungsbewusst umgehen. Wenn ich Herrn Minister Klose in der letzten Ausschusssitzung danach frage, welche Mittel sein Ministerium vom Nachtragshaushalt wofür abgerufen hat, reicht die Antwort, man habe schon Geld ausgegeben, aber wofür genau, wisse man nicht so genau. Absolut nicht aus. Mit dem Gesetzentwurf erteilen wir Ihnen, Herr Minister Klose, die Ermächtigung, die nach oben hin abweichende Zuschusshöhe für die sozialen Dienstleister zu bestimmen. Wir erwarten aber auch, dass dann offen und transparent kommuniziert wird. Ja.
Wir erwarten weiter, dass jeden Tag aufs Neue kritisch überprüft wird, welche einschränkenden Maßnahmen weiterhin unerlässlich zum Schutz der Allgemeinheit sind. Es verstärken sich soziale Schäden, die nicht sein müssten und sein dürfen. Wir fordern, dass alle sozialen Einrichtungen unterstützt werden, ihre Arbeit schnellstmöglich wieder aufzunehmen, auch unter vielleicht besonderen Voraussetzungen. Auch mit Kleingruppen, Einzelgesprächen oder sonstigen Modellen lässt sich der gesellschaftliche Betrieb sofort wieder anfahren. Dazu ist von der Landesregierung rein gar nichts zu hören. Warum nicht? Stellen Sie sich darauf ein, dass wir in jedem Plenum Ihre Untätigkeit ansprechen werden. Wir wollen allen eine Perspektive geben. Wir hoffen, Sie auch. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Danke, Herr Kollege. Nächste Rednerin ist die Kollegin Böhm für die Fraktion DIE LINKE. Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren! Ich kann mich in den Kanon der zwei Vorrednerinnen anschließen. Ich denke, dieses Gesetz war notwendig und es war wichtig. Es muss verhindert werden, dass die sozialen Strukturen in diesem Land wegbrechen. Und das würde ein nicht hinnehmbarer Verlust für unsere Gesellschaft bedeuten. Wir haben ja sowieso so viele prekäre Einrichtungen, prekär arbeitenden sozialen Einrichtungen. Wenn denen noch der Garaus gemacht werden würde, würde das soziale Klima in diesem Land noch schlechter werden. Deswegen hat DIE LINKE auch diesem Teil des Paketes auch zugestimmt in der Bundestagsfraktion. Allerdings haben wir auch gesagt, deutlich gesagt, dass es im Sozialschutzpaket die Aushebelung des Arbeitszeitgesetzes nicht unsere Zustimmung findet. Ich halte es für haarsträubend, dass wir einerseits hier auch ständig den hohen Einsatz der vielen Menschen loben, die in den vergangenen Wochen bei eigener gesundheitlicher Gefährdung den Laden am Laufen gehalten haben, und andererseits den Leuten nicht mal ihre Erholungspausen gönnen und ihre Arbeitsbelastung noch weiter erhöhen. Das trifft ja auch hier die Landesebene, wo wir grundlos den Sonntagsarbeitsschutz ausgesetzt haben im Lebensmitteleinzelhandel. Auch wenn jetzt nur noch sonntags nachmittags die Menschen arbeiten gehen müssen, und es sind ja meistens Frauen. Aber diesen Tritt in den Allerwertesten, das ist kein Dankeschön, sehr geehrte Damen und Herren, das ist wirklich eine Gemeinheit. Ich weiß jetzt nicht, wer von Ihnen hier immer stöhnt da hinten, aber, aber vielleicht haben Sie ja Schmerzen. Es war schon ein echtes Stöhnen. Also. Aber ein anderer Punkt, der uns auch in dem Gesetz nicht. Naja, wenn Sie so gut stöhnen, wie Sie arbeiten. Also gut arbeiten. Herr Boddenberg, Sie haben ja noch einiges nachzuweisen, zu beweisen. Wir werden Sie an Ihrer Arbeit messen. Aber lassen Sie uns wieder zu dem Sozialdienstleistergesetz kommen. Ich weiß, es ist spät. Ein Punkt, den ich noch einmal zur Kritik in diesem Gesetz, in diesem Bundesgesetz erwähnen will, was wir natürlich nicht wollen, was in § 1 möglich wäre, dass es zu einer Arbeitspflicht kommt oder zu einem Arbeitszwang kommt. Aber das ist der Punkt, wir müssen uns ja heute mit dem Ausführungsgesetz beschäftigen. Und da gibt es zwei Sachen, die Zuständigkeit und die Auszahlungspraxis. Mit dem Gesetz ermächtigen wir das Finanzministerium zu bestimmen, ob höhere Zuschüsse gewährt werden als die im Bundesgesetz festgelegten mindestens 75%. Und da frage ich mich schon, warum brauchen wir jetzt noch eine Verordnung? Ich bin nicht die Einzige, die sich das fragt. Ich finde es ausgesprochen schade, dass Sie es dem Parlament nicht zutrauen, zu entscheiden, ob die sozialen Träger nicht
mit mehr gefördert werden sollten. Und ich denke auch, es ist notwendig, dass mehr gefördert wird, weil mit 75% halte ich halt auch keinen Laden am Laufen. Das kann man sich gut vorstellen. Und irgendwann müssen wir ja auch hier wieder unserer politischen Verantwortung gerecht werden und nicht alles im Verordnungsweg durchgeführt werden. Und hier, das wäre auch ein wichtiges Statement für die Träger, ne? Weil wenn das Gesetz jetzt heute hier so eilig durchgezogen wird, dann wissen die Träger nämlich immer noch nicht, auf wie viel Geld sie hoffen können und wie sie planen können. Sie brauchen Verlässlichkeit und sie müssen ihre Beschäftigten halten können und auch deren Existenzängste mildern. Und ich denke, das darf nicht der Tages- und der Finanzlage des Ministeriums, des Finanzministeriums überlassen bleiben. Und ich denke, deutlich wäre es notwendig zu sagen, wir brauchen mehr als diese 75%. Wir brauchen das, dass kein einzelner sozialer Träger in der Krise pleite geht, weil wir dann der sozialen Ungerechtigkeit und ihren Folgen mehr Futter geben würden. Ich höre schon wieder ein Stöhnen, ich weiß es auch nicht. Vielleicht liegt es ja schon an meinem linken Ohr. Und die Kollegin Wissler hat ja dazu einiges in der Erwiderung der Regierungserklärung gesagt. Das will ich nicht alles wiederholen. Wir brauchen die Situation, dass gerade auch zu Ende der Pandemie und jetzt auch schon in der nächsten Zeit die sozialen Träger ohne Zeitverlust ihre Arbeit wieder aufnehmen können. Und vor dieser Positionierung sich zu drücken, das ist nicht in Ordnung. Und da mit Blick auf diese genannte Kritik ist es mir wirklich schwer gefallen, meiner Fraktion zu empfehlen, Ihnen am Ende die Zustimmung zu diesem windelweichen Gesetzentwurf zu empfehlen. Aber ich tue es trotzdem, weil ich weiß, wie wichtig es ist für die sozialen Träger in unserem Bundesland, dass sie eine Lösung für ihre schwierige Situation haben, auch wenn es erst einmal eine kleine Lösung ist. Und ich hoffe doch, dass der Herr Klose und der Herr Boddenberg es schaffen, irgendwie mehr als die 75% für die sozialen Träger aus den Kassen zusammenzukratzen. Danke schön. Herzlichen Dank, Frau Kollegin Böhm. Die überzogene Minute schreiben wir einmal auf das Konto der Stöhngeräusche, die Sie vernommen haben. Ich rufe auf. Nein, Quatsch. Nächster Redner für die Kollegin, der nächste Redner für die Fraktion der AfD ist der Kollege Enners. Herr Kollege Enners, Sie haben das Wort. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Unzweifelhaft ist das sehr pragmatisch daherkommende Gesetz des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales eine logische Folge der Corona-Rettungsschirmpolitik der Bundesregierung. Es geht um die Belange der sozialen Dienstleister, die immens wichtig, sogar essentiell wichtig für unsere Gesellschaft und auch systemrelevant sind. Und genau aus diesem Grund ist dieses Bundesgesetz mal ein gutes Gesetz. Es hat zum Ziel, den sozialen Dienstleistern bis zu 75% ihres Monatsdurchschnitts der letzten 12 Jahre als Zuschuss zu ersetzen, wenn sie in dieser Pandemiezeit finanzielle Probleme bekommen. Dafür sind die Dienstleister verpflichtet, z.B. ihre Räume, Sachmittel oder ihr Personal zur Verfügung zu stellen. Diese Pflicht gilt aber nur insofern, soweit es den sozialen Dienstleistern möglich und zumutbar ist. Es dürfte aber die absolute Ausnahme darstellen, dass ein sozialer Dienstleister tatsächlich sein gesamtes Personal, all seine Arbeitsmittel und sämtliche seiner Räumlichkeiten einbringen wird. Dies ist ein erstes Argument, was für die 75%-Lösung des Bundesministeriums spricht. Zudem soll parallel zum Bundesgesetz von den Möglichkeiten des Kurzarbeitergeldes Gebrauch gemacht werden, sodass zusätzlich auch Personalkosten bei den Sozialdienstleistern eingespart werden. Dies ist beispielhaft und wie für alle anderen Sachverhalte ein weiteres Argument, den Zuschuss nicht auf 100% zu erweitern. Diese Beispiele zeigen uns, dass das Hessische Ausführungsgesetz, wie es uns hier vorgelegt wurde, von den Grundgedanken des Bundesministeriums abweicht. Ein weiterer Punkt ist die Formulierung der Verordnungsermächtigung in § 2 des Entwurfs, in dem es heißt, der Minister für Soziales könne eine nach oben abweichende Höchstgrenze für den Zuschuss bestimmen. Ich wiederhole,
eine nach oben abweichende Höchstgrenze. Meine Damen und Herren, was ist das? Sind das 80%? Sind es 100%? Sind es 150%? Man weiß es nicht. Es stellt sich somit die Frage, warum schreiben Sie nicht die exakte Höhe des Zuschusses in den § 2 des Gesetzentwurfs hinein? Bremen beispielsweise schreibt gleich den Wert von 100% präzise in die Formulierung, weil es dort für richtig gehalten wird. Letztlich ist dies aber obsolet, denn wir möchten den § 2 komplett gestrichen haben. Die Gründe dafür hatte ich ja eben genannt. Unserer Recherche nach sind es auch nur 3 Bundesländer, die von der Vorgabe des Bundesministeriums abweichen. Weitere 12 Bundesländer bleiben bei der 75%-Regel. Und auch wenn sich die sozialen Dienstleister die Erhöhung des Zuschusses wahrscheinlich sehr wünschen, was wir auch durchaus nachvollziehen können, so muss man trotzdem realistisch bleiben und den Gegebenheiten Rechnung tragen. Es steht außer Frage, dass diese Unternehmen nach der Pandemie weiter bestehen müssen. Allerdings gilt dies auch für viele andere Wirtschaftszweige, und wir können alle jetzt noch nicht absehen, was noch auf uns zukommt. Aus all diesen Argumenten und vor allem des nicht genannten Erhöhungsausmaßes im Entwurf ist eine Ermächtigung des Sozialministers unserer Auffassung nach nicht zustimmungsfähig. Vielmehr sollte hier ganz klar die Maxime gelten, dass die Landesregierung mit dem ihr durch die Steuerzahler zur Verfügung gestellten Geld einen vernünftigen Umgang pflegen muss. Denn es gibt noch weitere Wirtschaftszweige, die dringend Unterstützung benötigen. Einen Vollkaskoschutz für alle können das Land und auch der Bund nicht leisten. Meine Damen und Herren, damit komme ich zu der angesetzten Befristung im vorliegenden Gesetzentwurf. Kein anderes Bundesland hat solch eine lange Laufzeit des Gesetzes beschlossen, wie es uns hier im hessischen Alleingang vorliegt. 7 Jahre Laufzeit sehen wir als unstatthaft an. Denn das Bundesgesetz wurde als Rahmengesetz erlassen. Die Regelung des Bundesgesetzgebers gibt daher nur wenig Raum für Ergänzungen durch Landesrecht und schon gar nicht für eine Laufzeit von 7 Jahren. Somit sehen wir gemäß unseres Antrags den März 2021 als ein vorerst vernünftiges Auslaufdatum der Maßnahme an. Zusammenfassend kann man sagen, eine Verordnungsermächtigung, wie sie uns hier vorliegt, ist immer ein Einschnitt in die Rechte des Parlaments. Ob die hier vorliegende Ermächtigung grundgesetzkonform ist, wagen wir zu bezweifeln. Und wir sehen es trotz der schweren Zeiten nicht als notwendig an, einen 7-jährigen Freifahrtschein im Umgang mit Steuergeldern auszustellen. Damit die Existenz der sozialen Dienstleister zukünftig rechtssicher abgesichert ist und die Hilfe in einem zeitlich überschaubaren Zeitraum und zu vernünftigen Konditionen geleistet wird, bitten wir um die Zustimmung zu unserem Änderungsantrag. Vielen Dank. Herzlichen Dank, Herr Kollege. Nächster Redner für die Fraktion der SPD ist der Abg. Frank-Thilo Becher. Ich bin gespannt jetzt hier, ob ich auch Stöhnen kriege. Ich arbeite dran. So, verehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, mit dem Beginn der Schließung von Kitas und Schulen und den weitreichenden Kontaktbeschränkungen zur Eindämmung der Corona-Verbreitung war für die sozialen Dienstleister schnell klar, dass sich diese Schließungen und Beschränkungen direkt auf ihre Arbeit auswirken werden und dass viele ihre Dienste nicht mehr werden erbringen können. Das Mailpostfach war relativ schnell voll mit Anfragen. Die Sorgen kamen zum Ausdruck, was das für die Beschäftigten, für ihre Zukunft, aber auch für die Zukunft der Erbringer dieser Dienste insgesamt bedeutet. Daher bin ich sehr dankbar, dass auf diese Notlage und Unsicherheit bei den sozialen Dienstleistern schnell reagiert wurde. Dieser Dank geht an die hessischen Landräte und Landrätinnen, die kurzfristig am 14. März entschieden hatten, die sozialen Dienste, die von geschlossenen Einrichtungen und Beschränkungen betroffen sind, vorerst weiter zu finanzieren. Das war ein wichtiges Signal. Und der Dank geht an die Koalition im Bund und das Bundessozialministerium unter Hubertus Heil, die das Gesetz, das zum 28. März in Kraft getreten ist, zum Schutz der Sozialdienstleiter auf den Weg gebracht haben. Diese Entscheidungen waren, und das ist ja schon deutlich geworden, und sind wichtig, um das Bestehen der Dienstleister zu sichern. Und sie waren und sind ein wichtiges Signal
an die Dienstleister und ihre Beschäftigten, was sie für eine bedeutende und unverzichtbare Rolle in der ganzen Architektur unseres Sozialstaats spielen. Deshalb denke ich, dass wir in diesem Moment eigentlich alles tun müssen, diese soziale Infrastruktur trotz aller Widrigkeiten aufrechtzuerhalten und auch dafür zu sorgen, dass die Beschäftigten in diesem Bereich später eben ihre Arbeit an und mit den Menschen in unserem Land aufnehmen können. Es handelt sich in diesem Bereich ja oft um Personen, zu denen ein besonderes Vertrauensverhältnis aufgebaut worden ist. Und es handelt sich oft genug um Menschen, die in ihrer Lebenssituation unter dem Verlust von sozialem Rahmen, den ein Sozialdienstleister auch immer anbietet, besonders leiden. Das bei einem Gesetz, das unter großem Handlungs- und Zeitdruck entstanden ist, in einigen Fragen Nachsteuerungsbedarf ist, das wird die Landesregierung gut nachvollziehen können und ist aus meiner Sicht auch verständlich. Ich halte es deswegen für sinnvoll, was gerade passiert ist, dass nämlich ergänzt wurde, dass künftig auch Frühförderstellen unter das Sozialdienstleistereinsatzgesetz fallen, die entwicklungsauffällige Kinder sowie Kinder mit Behinderung fördern, und dass der Bund Maßnahmen zur Unterstützung von gemeinwirtschaftlich-sozialwirtschaftlichen Betrieben ergreifen will, die das Gesetz noch nicht erfasst. Das sind Nachsteuerungen, die auf diesem Weg weitergehen und wichtig sind. Wir werden dem heute vorliegenden Gesetz und vorgelegten Ausführungsgesetz zu dem Bundesgesetz zustimmen. Es darf hier keine Verzögerung geben. Deswegen ist es auch gut, dass wir das heute mit zwei Lesungen tun. Die Sozialdienstleister brauchen Sicherheit, und sie brauchen das Geld. Allerdings hätten wir uns gewünscht, dass das Gesetz nicht nur den Sozialminister ermächtigt, die Unterstützungshöhe anpassen zu können. Und jetzt werbe ich im Gegensatz zu meinem Vorredner beim Sozialminister genau um die andere Perspektive, sondern dass wir gleich festgeschrieben hätten, dass in Hessen über die 75% hinaus Erstattungen möglich sind. Das hätte den Sozialdienstleistern deutlich mehr Zeit und Sicherheit gegeben. Zumindest wäre eine Öffnungsklausel aus unserer Sicht für die Leistungsträger, also vor allem die Landkreise und die Städte, gut gewesen, diese 75% der ursprünglich vorgesehenen Beträge selbst erstatten zu dürfen, also darüber hinauszugehen. Das wäre wichtig, um eine Flexibilität zu haben, um auf besonderen Finanzierungsbedarf vor Ort reagieren zu können. Und da ist es einfach absurd und nicht sehr fachkundig, von einer Vollkaskomentalität zu sprechen. Es gibt deutliche Situationen, nehmen wir einmal die Dienstleister, die nach SGB II oder SGB III unterwegs sind und die das auch beschrieben haben, dass im Vorfeld so viele Eigenanteile rausgerechnet werden, dass unter dem Strich bei 75% von der dann noch anrechnungsfähigen Summe überhaupt kein Unterstützungseffekt mehr bleibt. Da wird es eine Erhöhung brauchen, wenn es eine wirkliche Unterstützung sein soll. Und deswegen schließe ich mit der Werbung beim Sozialminister jetzt eindringlich von dieser Möglichkeit, über Verordnung da auch zu verschieben, die Grenze Gebrauch zu machen, damit das Gesetz seinen Sinn erfüllt. Der steht ja sehr schön im Vortext, nämlich den Bestand der sozialen Dienstleister in diesem Zeitraum auch wirklich sicherzustellen. Zum Schluss, in § 3 regeln Sie das Inkrafttreten des Gesetzes. Wir haben vorgeschlagen in einer Gesetzesänderung, dass wir rückwirkend auf den 01.04.2020 gehen. Ich habe den Einwand nicht ganz verstanden, wo sich das mit dem Bundesgesetz stößt, denn das ist ja sozusagen 28. März in Kraft getreten. Der 01.04. wäre der erste Punkt. Das ist aber deutlich früher als jetzt nach Verkündigung. Deswegen schlagen wir vor, dass Sie unserem Änderungsantrag da folgen. Das wird noch einmal eine klare Rechtssicherheit für die Anbieter geben. Wir stimmen trotz der vorgebrachten Kritik dem Gesetz zu, weil viele auf die Umsetzung warten. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Herr Kollege. Nächster Redner für die Fraktion BÜNDNIS 90 DIE GRÜNEN ist der Kollege Markus Bocklet. Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Soziale Dienstleister klingt, finde ich, viel zu anonym. Und gestatten Sie mir eine Minute, um dem ein Bild zu geben. Wir, die meisten, die wir hier sitzen, sind gesund, sind im Vollbesitz unserer geistigen Kräfte. Wir stehen in Saft und Kraft, auch, ja, auch wenn manche daran zweifeln. Die einen sagen, aber wir haben, in der Regel sind wir gesund und kräftig und nehmen an munteren Debatten teil. Viele Menschen in diesem Lande sind in der Schattenseite des Lebens. Sie sind behindert, körperlich oder geistig. Sie sind der deutschen Sprache nicht mächtig. Sie haben psychische Erkrankungen. Sie werden betreut in Wohngruppen. All das leisten Verbände,
Wohlfahrtsverbände, soziale Institutionen und Organisationen. Und all diese Verbände, meine sehr verehrten Damen und Herren, würden, weil die Corona-Verordnungen so sind, wie sie sind, weil sie Betretungsverbot haben, weil sie schließen mussten, deshalb fehlen ihnen die öffentlichen Einnahmen fehlen, und damit stünden sie vor dem Aus. Und ich glaube, es ist deshalb nicht nur an die AfD gerichtet, es sind nicht nur Zuschüsse für Organisationen, sondern es sind Zuschüsse für Menschen, die dringend unsere Hilfe brauchen, weil sie in Not leben, weil sie sich selbst nicht mehr helfen können. Und deswegen sind diese Zuschüsse dringend notwendig, dass die auch gezahlt werden und geleistet werden. Und da kann gar kein Weg dran vorbeigehen, dass wir tatsächlich diese Mittel weiter fließen lassen. Wer diesen Trägern die Mittel abdreht, liebe Kollegen von der AfD, wer diesen Verbänden die Zuschüsse für überflüssig hält, der schadet den Menschen, die dringend Hilfe in Not brauchen. Das haben Sie genauso gesagt. Sie setzen andere Prioritäten. Sie wollen lieber Autohäuser aufmachen. Das kann ja sein. Aber wir wollen soziale Verbände helfen, damit sie Menschen in Notlagen helfen können. Das ist ein wichtiges Signal für dieses Land. Diese Dienstleister erfüllen also eine tragende Rolle für den sozialen Zusammenhalt. Sie sind eine fundamentale, wichtige Aufgabe, weil sie Menschen helfen, die unsere Hilfe und Unterstützung brauchen. Und das Bundessozialdienstleister-Einsatzgesetz regelt, dass die Träger bis zu 75% ihrer Zuschüsse bekommen können. Ich glaube, das ist tatsächlich in der Tat ein gutes Gesetz, auch wenn mein Bundestagsabgeordneter Markus Kurt, den ich dazu befragt hatte, mir sagte, dass es auch eine massive Kritik an der Höhe gab und an verschiedene Ausschlusskriterien, die nicht gefördert werden können. Da warten wir mal ab, wie sich das entwickelt. Aber erst einmal ist auch ein finanzieller Kraftakt, diesen Schutzschirm zu spannen, dass bis zu 75% gezahlt werden können. Wir finden das im Grundsatz gut, und wir müssen jetzt darauf achten, ob diese 75% tatsächlich ausreichen, um diese Verbände nicht in ihrer Existenz zu gefährden. Und da finde ich es richtig, dass wir als Hessen in § 2 eine Ermächtigung zu einer Verordnung beschließen, die es den Sozialminister, Frau Böhm, nicht dem Finanzminister, dem Sozialminister ermöglicht, eine Verordnung zu erarbeiten, die unter gegebenen Umständen davon abweichen kann, von den 75%. Lassen Sie mich sagen, das ist kein Automatismus, dass es mehr sein muss. Und es ist schon gar kein Automatismus, dass es 100% der Zuschüsse sein werden. Aber es ist eine Möglichkeit, in Einzelfällen und in Härtefällen zu sagen, dieser Träger hat deutlich mehr als 75% der Fixkosten. Und wenn er nicht überleben kann, müssen wir ihn davon abweichen. Das müssen transparente Kriterien sein. Das müssen transparente, klare Möglichkeiten der Was passiert bei dem Träger dort? Warum braucht er mehr Geld? Braucht er weitere 5 oder 10 oder 15% mehr als die vom Bund zugesicherten 75%? Diese Verordnung muss das klar erkennen lassen. Sie muss aber auch in Ruhe erarbeitet werden. Und wenn Sie sehen, dass dieses Gesetz erst vor 5 Wochen in Kraft getreten ist auf Bundesebene, finde ich, wenn man weiß, wie lange die Erarbeitung einer Verordnung oder eines Gesetzes dauert, muss ich auch noch einmal ausdrücklich mich dafür bedanken, dass dieser Gesetzentwurf so schnell auf die Gleise kommen kann, das Hessische Ausführungsgesetz, weil wir dadurch den Sozialdienstleistern sehr schnell das Signal senden können, sie haben eine wichtige finanzielle Basis. Aber diese Ermächtigung ist wichtig, dass es tatsächlich möglich sein kann, dass von den 75% nach oben abgewichen werden kann. Ich glaube, das wird den Sozialdienstleistern entscheidend helfen können, den Einzelnen. Und all die Gespräche, die ich hatte, die sagen, wir bedanken uns dafür, dass das so schnell geht. Und wir bedanken uns dafür und haben überhaupt kein Problem damit, dass es erst in einer Verordnung gemacht wird, die womöglich erst noch erarbeitet werden muss. Natürlich in den Gesprächen. Natürlich wird auch dieses Gesetz angehört werden. Da werden wir die Chance auch nutzen, auch die Meinung einzuholen. Aber ich glaube, alles in allem ist das ein weiterer großer Schritt für die soziale Infrastruktur dieses Landes, diesen Schutzschirm aus dem Bund aufzunehmen und gegebenenfalls auch zu erweitern. Ich glaube, das ist ein gutes Signal an alle Träger der sozialpolitischen Maßnahmen hier in Hessen. Und ich wünsche mir eine große Zustimmung zu diesem Gesetz. Danke schön. Vielen Dank. Für die Landesregierung spricht Herr Staatsminister Klose. Bitte schön. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Wird uns nicht verwundern, dass auch die letzte Debatte dieser Woche eine ist, die in unmittelbarem Zusammenhang mit der bestehenden Pandemie steht und natürlich mit den ergriffenen Maßnahmen zu ihrer Bekämpfung. Es ist einfach so, dass durch die Maßnahmen, die ergriffen werden mussten, viele, gerade soziale Dienstleister, nicht im üblichen Umfang arbeiten können. Es mussten Einrichtungen geschlossen werden, es mussten Veranstaltungen abgesagt werden.
Und das trifft ja ganz besonders, und über die haben wir, glaube ich, bisher zu wenig gesprochen, diejenigen, die dann auf die gewohnte Unterstützung in schwierigen Lebenslagen verzichten müssen. Es trifft auch die sozialen Dienstleister, denn grundsätzlich gilt keine Leistung, kein Geld. Und deshalb sind viele von ihnen durch die entstandenen Einnahmeverluste in ihrer Existenz bedroht. Und wir sprechen heute, nein, wir sprechen häufig und haben auch heute aus guten Gründen über die wirtschaftlichen Folgen der Pandemie gesprochen für Unternehmen. Und deshalb ist mir jetzt wichtig, auch noch einmal zu betonen, die sozialen Dienstleister sind eine elementare Stütze des Zusammenhalts der Gesellschaft, und sie sind insbesondere für die Schwächsten unverzichtbar. Und deshalb ist es doch gerade in einer heraufziehenden Rezession mit unabsehbaren Folgen, dürfen wir doch auf keinen Fall zulassen, dass wir eine Verödung der Landschaft im Bereich der sozialen Dienstleister erleben. Und um die Einschränkungen, die für die Virusbekämpfung nötig waren, zu überstehen, brauchen auch und erst recht Sie finanzielle Unterstützung. Dafür hat der Bundesgesetzgeber erfreulich schnell das Sozialdienstleistereinsatzgesetz, kurz SODEC, erlassen. Und dieses Gesetz regelt ja im Wesentlichen zwei Bereiche. Es regelt erstens, dass die sozialen Dienstleister ihre derzeit nicht genutzten Kapazitäten an anderer Stelle zur Verfügung stellen können, um die Corona-Pandemie zu bekämpfen, und zweitens, dass die im SODEC aufgeführten Leistungsträger, also unter anderem Bund, Länder und Kommunen, die Existenz der sozialen Dienstleister und Einrichtungen sichern können, mit denen sie ja sowieso in Leistungsbeziehungen stehen, auch wenn die vereinbarten Leistungen nicht erbracht werden können. Der monatlich zu zahlende Beitrag entspricht dabei grundsätzlich, so ist es im Bundesgesetz angelegt, eben höchstens 75% des monatlichen Durchschnittsbetrags der letzten 12 Monate. Unser Landesgesetz, das wir jetzt beraten, regelt, wer in Hessen dafür zuständig ist, die Aufgaben nach dem SODEC wahrzunehmen. Darüber haben wir schon sehr früh mit den kommunalen Spitzenverbänden auch gesprochen und ihnen signalisiert, was wir vorhaben. Wir brauchen dafür eine schnelle Lösung. Deshalb haben wir Ihnen dieses Landesgesetz sofort vorgelegt. Und da muss ich nun ehrlich mal sagen, sich heute darüber zu beschweren, es wäre zu langsam, ist hochgradig absurd. Es ist das erste Plenum, das stattfindet, seit dieses Gesetz überhaupt im Bund in Kraft getreten ist. Also schneller konnte es überhaupt nicht gehen. Wir regeln, wer für den Sicherstellungsauftrag nach dem SODEC in Hessen zuständig ist, nämlich die in Hessen für die jeweiligen Aufgaben nach den Sozialgesetzbüchern zuständigen Leistungsträger. Das ist sinnvoll, weil diese Leistungsträger schon in Beziehung zu den sozialen Dienstleistern und Einrichtungen stehen und die Verhältnisse vor Ort am besten kennen. Und daneben schaffen wir die Möglichkeit, nachträglich eine nach oben abweichende Höchstgrenze für die Zuschusshöhe zu bestimmen. Wir haben darüber gesprochen. Nach dem Bundesgesetz ist der monatliche Zuschuss höchstens 75% des Monatsdurchschnitts der letzten 12 Monate. Es kann aber sein, dass es Fallkonstellationen gibt, in denen diese 75% eben nicht ausreichen, um die Existenz des sozialen Dienstleisters zu sichern. Und um da dann gegebenenfalls schnell nachsteuern zu können, haben wir im Gesetzentwurf die Möglichkeit aufgenommen, durch Verordnung über die 75% hinausgehen zu können. Und das finde ich auch genau den richtigen Ansatz, weil doch niemand die Leistungsträger übrigens daran hindert, schon jetzt mehr als 75% zu zahlen. Das ist nicht verboten. Aber natürlich wollen wir uns doch zumindest anschauen, wie die realen Bedarfe sind und das nicht pauschal anders regeln, als es der Bund vorgesehen hat. Meine Damen und Herren, mit diesem Gesetzentwurf sind wir so schnell und verantwortlich vorgegangen wie möglich. Ich freue mich, dass allgemein signalisiert wurde, dass das Gesetz auch sehr schnell in Kraft treten kann. Dafür sind Ihnen, glaube ich, besonders die Sozialdienstleister sehr dankbar. Ich möchte mich abschließend für die bis hierher gelebte pragmatische und manchmal durchaus unkonventionelle Lösung des Landeswohlfahrtsverbands und auch der kommunalen Spitzenverbände ausdrücklich bedanken. Das hat uns bis zu diesem Punkt sehr geholfen. Vielen Dank.
Vielen Dank, Herr Staatsminister Klose. Wir sind damit am Ende der Aussprache. Wir haben uns darauf verständigt, den Gesetzentwurf heute zu verabschieden. Das heißt, wir werden jetzt in eine Reihe von Abstimmungen eintreten. Wenn wir diesen Gesetzentwurf verabschiedet haben, werde ich die übrigen zur Abstimmung stehenden Tagesordnungspunkte nacheinander aufrufen. Ich habe das Gong-Signal, das Abstimmungssignal jetzt mehrfach getätigt. Fragt die Geschäftsführer, können wir in die Abstimmung so langsam eintreten? Alle nicken, alle anwesend, dann können wir das so machen. Dann beginne ich jetzt mit der Abstimmung. Die Abstimmung der Änderungsanträge zu dem Gesetzentwurf, wie gesagt, dann in der Schlussabstimmung zur zweiten Lesung. Am Schluss der ersten Lesung, wir kennen das Verfahren ja bereits, weil wir es geübt haben, kann der Landtag nach § 14 unserer Geschäftsordnung beschließen, den Gesetzentwurf ohne Ausschussüberweisung anzunehmen, abzulehnen oder für erledigt zu erklären. Deswegen darf ich fragen, ob ein Antrag nach § 14 der Geschäftsordnung gestellt wird. Herr Kollege Bellino, Sie haben das Wort. Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren, wir bitten Sie, von der Möglichkeit Gebrauch zu machen, ohne Aussprache, ohne Ausschussüberweisung in die zweite Lesung einzutreten. Die Geschäftsordnung gibt das her. Präsident wies darauf hin, § 14 Absatz 3 regelt dies, und wir bitten, so zu verfahren. Ich denke, das ist auch im Sinne derer, denen wir auch ein Stück weit was, zu Recht was Gutes tun wollen. Vielen Dank, Herr Kollege Bellino. Dann lasse ich jetzt über den Gesetzentwurf mit der Drucksache 20-2665 in erster Lesung abstimmen. Wer ist dafür? Wer ist dagegen? Enthaltungen? Damit ist mit den Stimmen von CDU, BÜNDNIS 90 die GRÜNEN, SPD, DIE LINKE und die Freien Demokraten gegen die Stimmen der AfD der Gesetzentwurf in erster Lesung angenommen. Ich stelle fest, dass nach § 14 Absatz 2 ein Antrag auf Ausschussüberweisung nicht gestellt worden ist. Nach § 14 Absatz 3 unserer Geschäftsordnung kann der Landtag nun auf Antrag einer Fraktion oder von mindestens 5 Abgeordneten mit einer Zweidrittelmehrheit der anwesenden Mitglieder beschließen, ohne Ausschussüberweisung in die zweite Lesung einzutreten. Deswegen frage ich, ob ein solcher Antrag nach § 14 Absatz 3 gestellt wird, direkt in die zweite Lesung einzutreten. Kollege Bellino. Der Antrag wird gestellt. Antrag ist gestellt worden. Dann lasse ich auch hierüber abstimmen. Wer dafür ist, dass wir nach Abschluss der ersten Lesung direkt in die zweite Lesung eintreten, den bitte ich um das Handzeichen. Ist jemand dagegen? Enthält sich jemand der Stimme? Stimmt jemand? Nein, das habe ich schon alles gefragt. Damit haben wir das ziemlich einstimmig so entschieden. Und insoweit ist auch die Zweidrittelmehrheit gegeben. Wir können unmittelbar in die zweite Lesung eintreten. Ich rufe daher auf Tagesordnungspunkt 14, zweite Lesung des Gesetzentwurfs der Fraktionen der CDU und BÜNDNIS 90 die GRÜNEN für ein hessisches Ausführungsgesetz zum Sozialdienstleistereinsatzgesetz. Es ist vereinbart worden, dass die zweite Lesung ohne Aussprache stattfindet. Damit ist die zweite Lesung beendet. Ich lasse nun zuerst über die Änderungsanträge zu dem Gesetzentwurf abstimmen und rufe auf den Änderungsantrag der Fraktion der AfD mit der Drucksache 20-2686. Wer ist für die Annahme des Änderungsantrags? Dann bitte ich um das Handzeichen. Das ist die AfD. Wer ist dagegen? Das ist der Rest des Hauses. Damit ist der Änderungsantrag der Fraktion der AfD abgelehnt. Ich rufe weiter auf den Änderungsantrag der Fraktion der SPD, Drucksache 20-2692. Wer ist für Annahme des Änderungsantrags? Das ist die SPD, die Fraktion DIE LINKE und die Fraktion DIE Freien Demokraten. Wer ist dagegen? Das ist der Rest des Hauses. Damit ist der Änderungsantrag abgelehnt. Wir kommen jetzt zur Abstimmung über den Gesetzentwurf der Fraktionen von CDU und BÜNDNIS 90 die GRÜNEN in zweiter Lesung. Wer ist für die Annahme des Gesetzentwurfs? Den bitte ich um sein Handzeichen. Das ist DIE LINKE, die SPD, die BÜNDNIS 90 die GRÜNEN, die CDU, die Freien Demokraten. Wer ist dagegen? Das ist die Fraktion der AfD. Gibt es Enthaltungen? Das ist nicht der Fall. Damit ist der Gesetzentwurf mit den Stimmen derer, die ich genannt habe, angenommen worden und zum Gesetz erhoben. Applaus.